Hallo und herzlich willkommen am Der Gärtner nachts. Ich habe mir heute einen kleinen Lachs gegönnt von 3,1 Kilo schwer aus Aquakultur. Den habe ich gekauft, war schon sauber. Ich habe ihn nur noch entschuppt. Jetzt werde ich den zerlegen, zerschneiden, filetieren. Aus den Karkassen koche ich dann morgen eine russische Fischsuppe, Ucha. Und ein Filetstück werde ich marinieren bzw. beizen. Gibt es gebeizte Lachs. Und andere Filetstück werde ich ganz normal braten. Irgendwann mal werde ich jetzt filetieren, portionieren, vakuumieren und einschweißen. Lass mich überraschen, genießt mein Video, vielen Dank. So, das ist das Prachtstück von 3,1 Kilo schwer. Habe ich schön sauber gemacht, geschuppt, getrocknet. Jetzt werde ich den zerlegen, zerschneiden, filetieren. Zuerst schneide ich den Kopf ab. Kopf geht natürlich auch für die russische Suppe, für die Ucha. Ja, so für meine Ucha, sibirische Art, brauche ich eine oder zwei Zwiebeln. Dann brauche ich ein paar Kartoffelchen. Ja, willkommen zurück. Jetzt bin ich draußen in meiner Autoküche, an meinem Grill, wo ich jetzt meine Fischsuppe, die sibirische Fischsuppe, Lachssuppe, Ucha koche. Wie ich schon gestern angekündigt habe, ich habe mein Fisch zerlegt, die Karkassen habe ich zerkleinert, in den Topf rein. Jetzt wird das alles mit ca. 5 Liter Wasser übergossen. Sehr wichtig mit kaltem Wasser, nicht mit heißem Wasser, sonst wird die Suppe zu trüb. Dann machen wir unseren Herd an. So, jetzt kommt in den Sud nur 3 frische Lorblätter aus dem Garten, etwas Himalaya-Salz. Für 5 Liter nehmen wir ungefähr 1,5 bis 2 Löffel Salz. Man kann immer nachsalzen. So. Und lassen wir jetzt aufkochen. Das Fisch kochen wir ca. Ja, wenn es gekocht ist, reduzieren wir die Hitze und lassen wir das 20 bis 25 Minuten köcheln. Danach wird Fisch ausgesiebt. Rausholt, Fisch wird durchgesiebt, dann haben wir einen schönen Fischfond. Und danach kommen die restlichen Gemüse rein, damit es schöne russische, sibirische Ucha gibt. Ungefähr 10 Minuten bevor ich die Suppe rausmache, tue ich da ein paar Pfefferkörner rein. Und lassen wir die weiteren 10 Minuten köcheln. So, jetzt sind die 20, 25 Minuten um, wo mein Fisch gekocht hat. Jetzt ist der Grundfond fertig. Mache ich jetzt, hole ich die Fischstücke daraus. Lasse schön abtropfen. Und das esse ich gleich. Tue mir gleich wieder in die Suppe rein als Fleischbeilage. So, den Fisch werde ich jetzt durchsieben. Den Sieb ist jetzt durch. Ja, ist heiß. Jetzt ziehe ich meine Grillhandschuhe an. So, gleich durch wieder, was wir heute zu Mittag essen, wieder in den Topf rein. Koche ich auf und dann kommt Gemüse rein. Den Rest werde ich in Gläser abfüllen, vakuumieren und habe ich immer fertigen Suppen vor, weil demnächst möchte ich gerne wieder was Japanisches kochen, dafür brauche ich diesen Suppen, Fischsuppen vor. Ach, die Suppe kocht wieder. Jetzt kommt Gemüse, was heißt Gemüse? Ich habe nur Zwiebeln und Kartoffeln in gleicher Menge. Das kommt jetzt rein. Das ist Lachs-Ucha von armen Fischern. Ganz einfaches Rezept, schnell gekocht. Jetzt kommen noch die Lachsstückchen rein, die wir vorgekocht haben. Und so, damit ist unsere russische Lachs-Ucha fertig. Wir machen nochmal Deckel zu und lassen das ca. 10 Minuten beim kleineren Feuerchen Flamme ziehen. Dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder.
Ja, so ist jetzt meine russische Fischsuppe, Lachssuppe, Ucha, fertig. Geht ganz schnell, sehr lecker, duftet sehr gut. Da möchte ich mich noch bei allen Abonnenten bedanken, bei allen bedanken, die mich zuschauen, die mich liken. Und schalten Sie wieder ein, wenn es das heißt, der Gerd macht's. Na zdarowie.